Statt uns vor einem Hightech-Überwachungsstaat zu schützen, regelt der AI Act penibel, wie man ihn einführt. Und deshalb sage ich Nein zu einem Leben unter ständiger Überwachung und einer Kultur der Angst. Nein zu einem EU-Gesetz, das biometrische Massenüberwachung ermöglicht. Und nein zu Politikern, die sie einführen wollen, wie Friedrich Merz. Ja zu unserem Recht auf Privatsphäre, auf Freiheit, zu Vielfalt, zu unserem Recht, unser Glück zu suchen und zu finden. Und für eine Zukunft in Freiheit zu kämpfen, das lohnt sich. In der Realität wurde mit biometrischer Massenüberwachung noch kein einziger Terrorist gefunden, kein einziger Anschlag verhindert. Stattdessen unzählige Festnahmen Unschuldiger, bis zu 99% Falschverdächtigung. Einen Zwang zur elektronischen Patientenakte darf es nicht geben. Hören Sie auf, uns einreden zu wollen, dass eine gute Versorgung oder Forschung nur durch eine solche Entmündigung der Patienten möglich wären. Unsere Änderungsanträge zeigen, wie Fortschritt und Respekt vor dem Patientenwillen Hand in Hand gehen können. Der beste Weg, Kids und Teens im Netz zu schützen, ist ihnen zuzuhören und ihre Meinung zu respektieren. Wie anders als die EU-Kommission haben wir Piraten europaweit 8000 junge Menschen unter 18 repräsentativ befragen lassen. Ich bin selbst Vater. Ich will, dass mein Kind wirksam geschützt wird und dass es noch mit privaten Räumen und privaten Gesprächen aufwachsen darf. Das Beste an Ihren skandalösen Methoden ist, dass Sie damit politisch gescheitert sind im Rat und hier im Parlament. Wir werden Sie für Ihre illegalen Machenschaften zur Verantwortung ziehen. 72% der EU-Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass ihre privaten und intimen Nachrichten und Chats bis hin zu Nacktfotos von Privatkonzernen verdachtslos durchschnüffelt werden. Respektieren Sie das.